krank, einfach nur krank. Und was es für Menschen da draußen gibt, das ist gestellt. Leute, ich bin mies enttäuscht, mies traurig, mies abgefuckt. Stellt euch vor, meiner Mutter wäre irgendwas passiert. Gnade euch Gott. Gnade euch Gott. Gnade euch Gott, Digga. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja Leute, die meisten werden jetzt von Instagram rüberkommen, weil es gestern in meiner Instagram-Story richtig abging, ja. Und meine Instagram-Nachrichten sind überfüllt, Digga. Ich konnte gar keinem antworten. Aber vielleicht nur zwei Leuten oder so geantwortet. Und halt einfach nur, dass es mir gut geht, ja. Aber ich wollte jetzt nicht alles erzählen und so. So, auf jeden Fall, was genau passiert, ihr lest es schon im Titel, und zwar, ich wurde zusammengeschlagen, ja? Ich wurde zusammengeschlagen, wortwörtlich, kein Clickbait oder irgendein Scheiß, Digga. So, auf jeden Fall, hört euch das genau an, ja? Es gibt, schau mal, egal, scheiß drauf, Digga, schaut euch das Video jetzt einfach komplett an und nehmt euch zurück, okay? So, auf jeden Fall. Gestern, ich lade gestern das Fortnite-Video hoch, Dankeschön für den Support, kam krass bei euch an. Und ja, hab mich dann schlafen gelegt, weil ich die ganze Nacht an diesem Video geschnitten habe, ne? Hab mich dann schlafen gelegt, bin dann irgendwann 16 Uhr, 17 Uhr aufgewacht und wollte was essen, ja? Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt nichts gekocht gehabt, dachte ich mir, okay, dann holst du dir was bei McDonald's, ne? Wollte mir was bei McDonald's holen, also bei Mc's, und wollte mir gleichzeitig noch Zigaretten holen, weil ich keine mehr hatte. So, ich komme, also ich gehe in McDonald's und dann gehe ich Tankstelle rüber, dort habe ich mir Zigaretten gekauft und dann wollte ich nach Hause gehen. So, auf jeden Fall beim Nachhauseweg, ja, weil McDonald's ist von mir 10 Minuten entfernt, ne? So, und ja, beim Nachhauseweg kommen mir drei Leute entgegen, also drei Jungs, drei Jugendliche im Alter so zwischen 17, 18, 19 Jahre alt, ne? So, kommen mir entgegen und sagt, der eine sagt zu dem anderen, ey, das ist diese YouTube-Missgeburt, kennst du den? Das ist dieses YouTube-Opfer, genau wie alle anderen YouTube-Opfers, Alter, alles YouTube-Opfers, ja, so hat er es gesagt, ohne Scheiß. Ich hatte meine Earpods dabei, weil immer wenn ich rausgehe, höre ich Musik, bei mir ist ein Muss. Ich hatte so ein Earpod drinnen und den anderen hatte ich drinnen in meiner Hosentasche. Ich höre nur mit einem, falls irgendeine alte Frau oder ein alter Mann mit mir reden will oder mich fragen will, dass ich was höre, ne? So, und ja, hatte ich nur einen drinnen im Ohr. Und ja, ich gehe weiter, weil das ist normal, wenn du YouTuber bist und so weiter oder in der Öffentlichkeit stehst, das ist normal, dass du beleidigt wirst. Das ist normal, das ist wirklich normal. Und ich gehe weiter, auf einmal der Junge bewirft mich mit irgendetwas. Ich weiß nicht, was es war, der bewirft mich, ich drehe mich um und sagt zu dem, du Missgeburt, du Bastard, was soll das, Alter? Ja, da kommt er immer näher und sagt zu mir, was Missgeburt, was Bastard, ja? Und packt mich so, will mich so hochziehen, aber hat es nicht geschafft. Du Spasti, hast keine Kraft anscheinend gehabt, ne? Oder könnt nur zu dritt auf einen gehen, ne? So. Auf jeden Fall, ja. Ding, diskutiert er mit mir da und ich sag, du lass mich in Ruhe, wer bist du? Was bist du von mir, Alter? Digga, gehst du immer auf fremde Menschen los, die du nicht kennst, Alter? Und sagt, ja, dich kenne ich aber. Ich sag, nein, du kennst mich nicht, du kennst wahrscheinlich nur meine Videos. Und das war's auch. Du kennst mich nicht. Du weißt nicht, wie ich in Real Life bin, Alter. Ja? Du weißt nicht, wie ich in Real Life bin. Du weißt nur, wie ich in meinen Videos bin. Du kennst mich nicht. Und das ist das was viele Menschen denken. Ja? Dass Leute, das Ding, dass sie dich kennen, nur weil deine Videos anschauen. Handy klingelt. Auf jeden Fall, Dings, ich diskutiere mit ihm, sage, lass mich in Ruhe, und ja, habe mich so weggezogen und bin weitergegangen. Und bei uns, sag mal, hier, also hier unser Wohnblock, und hier ist ein Park. Ich komme ja von hier, gehe in den Park rein und wollte eine Zigarette rauchen, bevor ich nach Hause gehe. Ja, wollte keine Zigarette daheim rauchen, ich rauche hier im Balkon, ich habe eigenen Balkon. So, auf jeden Fall, ich rauche eine, auf einmal kommen die und schreien so laut im Park, YouTube Missgeburt, YouTube Spruch, komm her, du Opfer, wir ficken dich. Ich sag, nein, Digga, Alter, was wollen die schon wieder, ne? Ich stehe auf, also meine Bank, ich stehe auf und wir gehen auf einmal, die rennen mir nach. Zwei ziehen mich am Boden, ja, kommt der eine, so, ich lag am Boden, kommt der eine von oben und diskutiert und redet so, was sagst du zu mir, Bastard, was sagst du zu mir, Missgeburt? Er sagt, du bewirfst mich mit irgendetwas und wunderst dich, warum ich zu dir Missgeburt oder Bastard sage, lass mich in Ruhe, lass mich los, Alter, was ist los mit euch, Alter, ja, Digga,
ihr seid zu dritt, ich bin alleine, was wollt ihr von mir jetzt? Ja, bist du sehen, auf einmal, Leute, einer von denen nimmt seinen Fuß und haut mir, also mit seiner vollen Kraft, glaube ich, auf meine Hand hier drauf, ne? Deswegen habe ich hier einen Verband, ist leicht angeprellt, und da habe ich richtig laut geschrien, also richtig geschrien, und hat aber keiner in der Nähe. Weil ihr kennt es im Winter, ab 16 Uhr, 17 Uhr wird es dunkel, Digga, jeder geht nach Hause oder so. So, und ja, auf jeden Fall habe ich dort geschrien, habe gesagt, lass mich los, Digga. Ich habe Angst gehabt, Digga, ich stehe vor dem Messer gehabt oder so und stecht mich ab, Digga. Du kannst nicht wissen, was das für ein verrückter Mensch ist, ja. So, auf jeden Fall, dann dieser eine, der mich beworfen hat, geht runter so von mir. Und gibt mir so einen Kick auf meinen Hinterkopf, ne, aber richtig. Und da war ich kurz Knockout. Ich war 5 Minuten Knockout, die sind dann abgehauen. Und ich weiß nicht, wo die abgehauen, so weggelaufen sind. Aber ich weiß einfach nur, dass die abgehauen sind. Ich bin dann zu Bewusstsein gekommen, also ich bin dann zu mir gekommen. Bin dann nach Hause gegangen, hab geklingelt, bin mit dem Fahrstuhl nach Hause, also hoch in unsere Wohnung. Meine Mutter hat die Tür aufgemacht und meine Mutter hat nur gesehen, ich komme so rein. Als Mensch besoffen, Digga. Aber das war vom Schlag auf meinen Hinterkopf, ne? Ich war komplett Knockout, Digga. Ich war komplett weg, Digga. So. Auf jeden Fall, meine Mutter greift sich ans Herz, Digga. Kriegt kaum Luft. Was ist los, mein Sohn? Was ist los, mein Sohn? Ne? Und, ja. Meine Schwester war da, mein Bruder war da. Mein Vater war in der Arbeit, weil er in der Gastronomie arbeitet. So. Meine Schwester packt mich so, kommt ab ins Auto. Meine Schwester kommt mit, meine Mutter kommt mit und mein Bruder kommt. Also, ab ins Krankenhaus, ich komme dann in so einen Raum, wo die meinen Kopf angeschaut haben, ob da irgendwas gebrochen oder keine Ahnung, oder Gehirnerschütterung oder ich weiß ja nicht, ja, bin kein Arzt, Digga. Aber die haben gesagt, alles ist cool, alles ist okay, Digga. Haben die mir so ein Ding an meinen Finger reingesteckt, das die ganze Zeit so piep, 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 piep macht die ganze Zeit, ich glaube, deswegen Herz oder sowas, oder keine Ahnung, Bluthochdruck messen oder ich weiß es nicht, ja. Ich bin kein Arzt. Auf jeden Fall haben die mich komplett abgecheckt. Dann kam die Ärztin, hat meine Hand angeschaut, hat mir einen Verband drüber getan. Und da habe ich das, dann war alles okay. Und dann, die wussten ja, dass ich zusammengeschlagen worden bin. Dann wurde dort eine Anzeige gemacht, ja, und die leiten das dann weiter an die Polizei. So, und die meinten, ich muss dann eine Nacht dort bleiben, weil die noch Papierkram, die das erledigen müssen und mich noch kontrollieren müssen. Die wollten sicher gehen. Ja, dass mir wirklich gut geht. Also um 7 Uhr morgens kommt die rein, bringt mir Frühstück, also heute um 7 Uhr morgens, bringt mir Frühstück, ich wollte gar nicht essen, weil ich mag das Krankenhaus nicht. Ich mag keine Krankenhäuser. Keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich mag keine Krankenhäuser. Allein schon, wenn ich ins Krankenhaus reingehe und Geruch, diesen Geruch rieche vom Krankenhaus. Kennt ihr Chlor? Kennt ihr das Chlor im Schwimmbad? Genau das gleiche, ich kann das auch nicht abhaben. Ne? Ich mag das gar nicht. Und so ist bei mir im Krankenhaus, ich mag das gar nicht. Essen mag ich dort nicht. Nee, ich mag es einfach nicht. Ich fühle mich da unwohl, Digga. Allein schon der Gedanke, weil hier Menschen tagtäglich sterben, Digga. Ich mag das nicht, Digga. So, also um 8 Uhr circa haben die mich dann entlassen. Meine Entlassungspapiere. Also, hört sich an, als wäre ich im Knast, Digga. Entlassungspapiere. Einfach mit meinem Papierkram und so weiter. Ich rufe meine Schwester an und hol mich ab. Bin ich nach Hause gekommen, habe mich noch hingelegt, habe ein bisschen Netflix geschaut, habe mich ein bisschen. Also einfach beruhigt, dass ich mich ruhig hinlege, dies, das, bin zu mir gekommen, mehr nachgedacht, dies, das. So, machst du ein Video darüber oder nicht? Deine Community macht sich Sorgen. Meine Instagram-Nachrichten, wie gesagt, bombenvoll, Digga. Auf jeden Fall, ja, und deswegen mache ich dieses Video, Leute. Und hiermit frage ich mich wirklich, was sind das für Menschen da draußen? Was sind das für Menschen da draußen, die einen grundlos schlagen, den grundlos attackieren, weil er YouTube macht, weil er ein Hobby hat oder Videos dreht, Digga. Ja, nur weil du kein Hobby hast. Dein Hobby ist es, Menschen zu schlagen. Du bist asozial. Ich bin, okay, ich bin auch asozial, ich beleidige und so, ja, das weiß jeder. Aber nicht so asozial wie du. Ich gehe nicht raus auf die Straße und schlage irgendwelche Menschen grundlos, die mir nichts getan haben, die ich nicht mal kenne. Und dann zu mir komme, ich kenne dich. Nein, du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Du kennst mich kein Stück, Alter. Ja, du weißt wahrscheinlich nicht mal, wie ich richtig heiße. Ja, Digga, vielleicht heiße ich nicht mal Hasni. Ja, vielleicht heiße ich Mario. Ja. Oder Luigi, Digga. Was weiß ich, Digga.
Du kennst mich nicht, du weißt nichts von mir, du kennst nur meine Videos, das war's. Und das sind asoziale Menschen, Digga. Und das war nicht nur bei mir so. Das war auch bei vielen anderen YouTuber so, die attackiert worden sind, die mitten auf der Straße zusammengeschlagen worden sind. Das ist krank, das ist krank, Digga. Magst du mich nicht? Okay. Geh auf meine Videos, gib ein Dislike, schreib ein Hey-Kommentar, hass mich. Aber ich sag dir eins, Hass bringt dich niemals weit. Wenn du jemanden hasst, grundlos hasst, Respekt, Digga. Voilà. Naja, ich habe keine Worte, Digga. Ich bin froh, dass meiner Mutter nichts passiert ist, weil, wie gesagt, meine Mutter, schwaches Herz und so weiter. Gnade euch Gott, dass meiner Mutter nichts passiert ist, Digga. Ich schwöre. Voilà, wäre meiner Mutter irgendwas passiert, Digga. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, Digga. Puh, Leute, Mister, passt auf euch auf, Alter. Es gibt verrückte Menschen da draußen. Es gibt behinderte Menschen. Meine Mutter hat dann gesagt, hast du ihn, lösch deinen Kanal, Alter. Mach das nicht mehr. Ich will nicht, dass dir irgendwas passiert, oder ich will nicht, dass einem irgendwas passiert, Digga. Kein Bock darauf, keine Lust darauf. Das, nein, mach mal, wir können das nicht machen. Das wird schon, wir machen das schon. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, passt auf euch auf. Ich liebe euch, ich küsse eure Augen, danke schön für euren Support.